Schieß einfach mal frei los, was du mir schon immer sagen wolltest. Ja, also zuallererst mal danke, weil Andreas macht sowas, da muss ich doch mal mitgucken, was ist das, und dann musst du mal gucken, was der so drauf hat und was der so kann. Und ja, hat immer wieder Spaß gemacht, da deine Videos zu gucken. Ja, und dann halt, also am Anfang habe ich gedacht, wie, jetzt kommt der da mit dem Flipchart an. Ich dachte, hallo, wir sind so technisiert hier, jetzt fängt der da mit dem Flipchart an. Und da habe ich gedacht, okay, das ist gut, das funktioniert, damit kann man einiges machen. Also definitiv. Bin Das halt ist so ein anders. bisschen Alleinstellungsmerkmal, Genau. ne? Was war so dein Auslöser? Also, wovon wolltest du weg? Versuche immer, mich so ein bisschen besser zu werden. Irgendwie eine bessere Version von mir selbst. Und nachdem ich dann gesehen habe, was du so alles gemacht hast, war es für mich eigentlich klar, dass ich mal ganz gezielt bei dir in den Kurs reingehen muss und mir mal angucken muss, was hast du denn so für Erfahrungen gemacht? Und vielleicht gibt es ja die ein oder andere Erfahrung von dir, die ich mitnehmen kann und setze das Ganze für mich um. Mich würde zu dir interessieren, was so eigentlich dein, das war ja der Inhalt des zweiten Videos, dieses Träume und Vision, was dich eigentlich so bewegt, wo soll denn deine Reise mal hingehen? Also was willst denn du mal sein, wenn du es nicht schon bist? Finanziell frei will ich irgendwann mal sein. Das wäre mal das, wo ich sagen würde, hey, arbeiten können, aber nicht mehr müssen. Und irgendwo schön mit der Familie wohnen und sagen, okay, weg von dem 9-to-5-Job und hin zu dem flexiblen Arbeiten, vielleicht passives Einkommen irgendwo mit dabei holen und mal schauen, wie das Ganze kommt. Ich meine, das dürfte dir irgendwie bekannt vorkommen. Gab es denn schon, wo du gezielt gesagt hast, das nervt mich? Also das kriege ich tatsächlich nicht hin. Ja, also zum einen sind es ja dann so, wenn man dann abends immer wieder auf der Arbeit sitzt und sagt, okay, ich mache noch eine Überstunde, ich mache noch eine Überstunde. Das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, das muss irgendwie besser gehen. Und ja, dann natürlich, wie kann ich die Zeit dann auch zu Hause sinnvoll mit der Familie nutzen, um dann ja Mehrwert für jeden zu bringen, ne? Was war denn aus deiner Sicht das Beste an dem ganzen Videokurs? Für mich war es einfach mal, nochmal wieder diese neuen Denkanstöße zu bekommen. Man hat ja wirklich im Laufe der Zeit viele, viele Sachen irgendwo gesammelt. Und dann irgendwann, ja, müsste man mal in seine Werkzeugkiste greifen und die ganzen Sachen rausnehmen und mal gucken, was hat man denn alles? Und du hast mir da wirklich dabei geholfen zu sehen, was habe ich denn hier und wie kann ich es irgendwie benutzen? Wenn du jetzt mal zurückguckst auf die 5 Live-Videos, die es ja jetzt inzwischen gab, was war denn jetzt dein ganz persönliches Highlight? Ja, das ist eine gute Frage. Es war eigentlich so viel Input, der da reinkam. Es sind ja insgesamt dann über 5 Stunden Video, wenn man so sagen will. Ein paar Sachen, wie ich zum Beispiel meinen Tag plane. Okay. Da habe ich wirklich mehr eingeplant. Nutze ich jetzt auch wirklich mal die Zeit, dass ich schon die nächsten Wochen auch mal so ein bisschen plane. Auch diese Rückschau auf die letzte Woche, das hat mir wirklich einiges gebracht. Da, wenn man seine Termine gut geplant hat, kann man dann natürlich auch einiges an Zeit rausholen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank Das nochmal. wünsche ich dir auch. Ja, Ja, gerne. danke fürs Feedback. Bis dann, Markus. Gut, bis dann. Ciao. Ciao.